ist das natürlich eine riesige Dummheit, mit der sich die Briten vor allem und in erster Linie selber schaden. Das ist ja ganz klar. Sicherlich als souveränes Volk haben sie jedes Recht, darüber zu entscheiden, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Und das muss man im Endeffekt auch respektieren. Aber die Frage ist ja, wie konnte es dazu kommen, dass die Ablehnung der EU in Großbritannien so stark geworden ist? Und ich glaube, die EU hat den Fehler gemacht, dass man den Menschen nicht vertraut hat, dass man gesagt hat, wir müssen weitergehen, als die Menschen zu gehen bereit sind. Wir machen jetzt das Europa als Elitenprojekt und die Menschen werden sich schon dran gewöhnen, so nach dem Motto. Und das ist, finde ich, eine sehr bevormundende Haltung. Ich glaube, so kann man mit Menschen nicht umgehen. So verliert man langfristig ihren Rückhalt. Und alles, was über den Kopf der Bürger hinweg geplant wird, sozusagen als Elitenprojekt, das weckt Misstrauen, mit dem identifizieren sich die Menschen nicht. Erst recht, wenn man eher abgehalfterte Politiker von gestern dahin schickt als seine eigenen Spitzenleute.